Diese Tage sind ja ziemlich stürmisch auf allen Ebenen. Ich lade dich jetzt ein, mit mir auf diesem Spaziergang direkt vor meiner Haustür. Ich lege eine Hand auf mein Herz und bleibe einen Moment ganz bewusst in meinem Herz, mit meiner Aufmerksamkeit. Atme ganz tief ein und wieder aus. Und mit dem Ausatmen entspannt sich mein Körper, entspannt sich mein ganzes Feld. Ich habe mich entschieden, ganz in meinem Herz, in meiner Herzverbindung zu verweilen. Und manchmal geht das ganz einfach und manchmal eher schwierig. Es würde so eine Welle von außen her wieder alles aufwirbeln. Und in dem Moment, in dem ich mich entscheide, ganz in meine Herzenergie zurückzukehren. Und manchmal hilft es, die Hand aufs Herz zu legen, zu spüren und einfach die Wärme wahrzunehmen. In diesem Moment komme ich wieder ganz zu mir zurück. Und es fühlt sich frei und leicht an. Die Gedanken entspannen sich, wie der ganze Körper. Und ich genieße diesen Moment. Diese Leichtigkeit, diese Ruhe, diese innere Entspannung. Ich stärke mich. Stärk mich in diesem Moment. Und verbinde mich wieder ganz mit mir selbst. Manchmal hilft es mir, auch ganz bewusst die Füße auf der Erde zu spüren, wahrzunehmen. Die Verbindung zum höheren Selbst, zur Quelle. Und in diesem Moment spüre ich diese Kraft. Und die Freude, die spüre ich im ganzen Körper. So dass es mir von alleine die Mundwinkel
zu einem Lächeln zieht. Ich stärke mich mit meiner eigenen Energie. Und wenn ich diesen Raum ganz betrete, kann mich nichts mehr davon abhalten, in dieser wundervollen Kraft zu sein. Ich habe mich entschieden, meinen Weg in mein Herz zurückzufinden. Und alles, was im Außen geschieht, aus meinem Herz heraus zu betrachten, wahrzunehmen, zu beobachten, mit dem inneren und mit dem äußeren Lächeln. So erkenne ich, wie schnell sich meine innere, aber auch meine äußere Welt sich verändert. Wenn ich präsent bin und mir auch die Zeit nehme, mich einfach entschleunige, beobachte diese wundervollen Geschenke auch in der Natur. Wenn ich die Menschen um mich herum beobachte, aus meinem Herz, und mir vorstelle, wie mein Herzlicht jeden Menschen berührt, jedem Menschen, jedem Tier, jedem Wesen einen Lichtfunken aus meiner Liebe schenke. Erkenne ich diese wundervolle Kraft? Diesen Zauber, der in mir ist. Ich freue mich, dieser Leichtigkeit zu sein. Und ich beobachte, wie auch meine Gedanken still, ruhiger und leichter sind. So nehme ich die schönen Dinge wahr, gebe mir die Zeit und entschleunige mein Leben. Und heute ist ein wundervoller Tag, mein Licht noch weiter auszudehnen, auszustrahlen, die Vergangenheit
verblasst und der Moment stärkt. Stärkt die Zukunft und stärkt meinen ganzen Körper, mein Vertrauen. Ich entscheide mich, diesen Weg immer weiter zu gehen. Auch wenn ich mal abgelenkt wurde, mich habe ablenken lassen, vielleicht noch mal zurückgeschaut habe. Ich freue mich, dass dieser Weg immer weiter geht. Ich kann jeden Moment, kann ich ihn wieder betreten. Weil er immer da ist. Ich spüre meine Hand auf meinem Herzen. Und nehme die ganze Aufmerksamkeit in mein Herzchakra, inmitten meiner Brust. Ich atme tief ein und wieder aus. Und genieße diesen Moment. Und gleichzeitig kann ich überall sein und diesen Raum behalten. Im Außen beobachten. Wahrnehmen und gleichzeitig ganz in meiner Herzenergie verweilen. Das ist das größte Geschenk, das ich mir selbst geben kann. Diese Präsenz in meinem Herz. Und ich freue mich ganz, hier zu sein. Ich freue mich, ganz in meinem Herz, ganz bei mir zu sein.